Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Letztens habe ich von meinen ganzen offenen Reihen berichtet, die hier so in meinem Regal rumkreuchen und fleuchen. Und es waren ja doch über 50, also das ist schon einiges, was ich noch abarbeiten muss. Aber dann habe ich überlegt, es gibt tatsächlich auch Reihen, die komplett ungelesen auf meinem Sub liegen. Und das ist irgendwie so ein Ding, das kriege ich nicht in den Griff. Ich habe immer das Problem, ich sehe da eine Reihe und kaufe sie mir dann einfach im Gesamten, weil irgendjemand sagt, die ist super toll und die musst du unbedingt lesen. Und anstatt dann einfach hinzugehen und mir zum Beispiel nur den ersten Band zu kaufen, um zu gucken, ob mir der Schreibstil des Autoren oder der Autorin gefällt, ob mir die Geschichte gefällt, ob ich mit den Protagonisten klarkomme, kaufe ich dann nicht nur Band 1, sondern kaufe die komplette Reihe. Und ich habe hier einen Stapel, der höher ist als ich, mit Büchern, die quasi mit ihrer Reihe komplett noch auf meinem Stapel der ungelesenen Bücher liegen. Ich habe jetzt von jedem nur Band 1 rausgesucht, sonst würde das hier echt den Tisch sprengen, der hier neben mir steht. Es sind ein paar geworden und eigentlich müsste ich mir sagen, ich darf erst eins davon anfangen, wenn ich eine offene Reihe beendet habe. Sonst wird das nämlich ein riesen Teufelskreis und aus dem komme ich nicht mehr raus. Und wenn ich dann am Ende des Jahres mein Video drehe, wie viele offene Reihen hast du denn jetzt nach ungefähr einem Jahr? Dann sind wir wahrscheinlich immer noch bei über 50, wenn ich das nicht schleunigst ändere. Ja. Ich würde jetzt sagen, ich babbel gar nicht groß drum herum. Ich fange jetzt an und zeige euch das erste Buch. Ich muss wirklich diesmal ganz hochgreifen. Ja, das erste Buch ist Dear Love, I Hate You. Das ist die Eastwood High-Reihe. Da sind mittlerweile alle drei Bände erschienen. Alle drei Bände liegen auch hier in meinem Regal. Ich hatte komischerweise letztens mal erst Band 2 und 3 gekauft. Und Band 1 gab es damals nicht, aber ich habe gesehen, dass es bei Rebuy gibt. Und wie ihr im letzten Neuzugänge-Video gesehen habt, habe ich mir dann Band 1 als gebrauchtes Exemplar geholt. Dementsprechend liegen jetzt alle drei auf meiner Liste. Ihr müsst entschuldigen, ich bin heute ein bisschen gespiegelt, weil da quasi gegenüber von mir steht meine Anbauwand. Und da ist ein Foto drin mit einer Glasscheibe. Und ja, die Sonne steht gerade genau so, dass mir das Bild entgegenspiegelt. Aber ich könnte euch einfach ein Stückchen mit nach da nehmen. Ausnahmsweise heute mal. Und dann ist das Ganze auch wieder besser. So, First World Problems nennt man das Ganze, glaube ich. Ja, die Eastwood High Reihe. Wie gesagt, drei Bände. Band 1, Dear Love, I Hate You. Ich habe mir extra Screenshots gemacht, dass ich nicht alle Bücher aus dem Regal holen muss. Band 2, Dear Heart, I Hate You. Und Band 3, Dear Heart, I Miss You. Ihr würdet euch jetzt natürlich den Klapptext zu Band 1 vorlesen. Würdest du einem Fremden deine dunkelsten Geheimnisse verraten? Ich habe genau das getan. Als Irvina Harper einen anonymen Brief in der Bibliothek vergisst, ist sie außer sich. Niemand hätte ihn je entdecken sollen. Niemand hätte ihn je lesen sollen. Noch weniger hätte ihn jemand beantworten sollen. Doch Irvina und der Unbekannte beginnen, sich zu schreiben. Erst ein Brief, dann zwei, dann immer mehr. Jedes Stück Papier enthüllte ihre dunkelsten und tiefsten Geheimnisse. Und die Regeln sind klar. Niemals dürfen sie die wahre Identität des anderen erfahren. Niemals dürfen ihre Geständnisse nach außen dringen, denn das würde ihr Leben zerstören. Alles scheint ein harmloses Spiel zu sein, bis Irvina herausfindet, wer ihr Brieffreund ist. Xavier Emery, Star der Basketballmannschaft, Tyrann ihrer Kindheit und ausgerechnet der, in den sie sich zu verlieben droht. Dann liegt auch noch das Anymore-Duett auf meinem Sub. Das wäre einmal We Don't Talk Anymore und der zweite Band heißt We Don't Lie Anymore. Beides von Julie Johnson, macht ja Sinn. Und dieses Buch hier habe ich schon bestimmt vor anderthalb Jahren gekauft. Ich guck mal gerade, wann es rauskam. 2020. Also ich habe es vielleicht 22 gekauft. Es stand dann ewig alleine im Regal und ich habe es nicht gelesen. Und dann kam irgendwann eben der zweite Band raus und den habe ich mir dann auch gekauft. Ohne dass ich Band 1 gelesen habe. Ja, und jetzt stehen sie seit, keine Ahnung, mindestens einem Jahr zu zweit im Regal und ich habe sie tatsächlich auch
nicht vor, so schnell zu lesen. Ich weiß nicht, irgendwie zieht es mich da gerade gar nicht hin. Jetzt nicht, weil mich der Klappentext nicht anspricht oder sowas, aber ja, irgendwie habe ich so momentan den Drang zu anderen Büchern und gehe mal davon aus, dass dieses Buch dieses Jahr auf jeden Fall noch ein bisschen länger in meinem Regal stehen wird. Wenn ein Herz in 1000 Scherben liegt. Josephine Valentine und Arthur Race sind seit ihrer Kindheit unzertrennlich, obwohl sie doch unterschiedlicher nicht sein könnten. Zwar besuchen beide die elitäre Exeter Academy, aber während Josephine als Tochter reicher Eltern mit Privilegien und Erwartungen aufwächst, muss Archer für seine Chancen und Erfolge kämpfen. Doch als sie bemerken, dass aus ihrer Freundschaft Liebe wird, ändert sich alles zwischen ihnen. Aus Angst, ihre Gefühle könnten nicht erwidert werden, behalten Archer und Josephine ihre neuen Empfindungen verborgen. Zu groß ist ihre Sorge, den einen Menschen zu verlieren, der sie vervollständigt. Und dann ist da noch ein dunkler Schatten in Archers Umfeld, von dem Josephine nichts weiß und der all ihre geheimen Träume und Hoffnungen zerstören könnte. Tatsächlich waren es jetzt nur zwei New Adult-Reihen, die auf meinem Sub liegen, im Kompletten. Und alles andere handelt sich um Fantasy- oder Romantasy-Bücher. Und das erste davon wäre gleich schon Das Lied der Krähen. Das habe ich euch ja schon öfter in die Kamera gehalten. Und das werde ich definitiv dieses Jahr noch von meinem Sub befreien, weil nämlich dieser Band hier, Band 1, auf meinem Stapel der ungelesenen Bücher liegt. Und ich habe tatsächlich immer noch nicht die Serie dazu gesehen, weil ich gesagt habe, ich will erst die Bücher lesen, habe es dann aber ja immer noch nicht getan. Ich habe gesagt, letztes Jahr im Oktober, als die ganzen Shadow and Bone Schauspieler für die Magicon angekündigt waren, habe ich gesagt, ich lese vorher die Bücher. Hab's nicht getan. Jetzt ist im Oktober wieder Magicon. Es kommen wieder super viele Darsteller von Shadow and Bone. Und ich habe es immer noch nicht gelesen und gesehen. Von daher, ich nehme es mir ganz, 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 ganz fest vor. Mal und ich fliegen ja bald in Urlaub. Vielleicht lade ich mir einfach das E-Book runter und lese es am Pool. Wir gucken einfach mal. 6 unberechenbare Außenseiter, eine unmögliche Mission. Ein Dieb mit der Begabung, aus jeder Falle zu entkommen. Eine Spionin, die nur das Phantom genannt wird. Ein Verurteilter mit einem unstillbaren Verlangen nach Rache. Eine Magierin, die ihre Kräfte nutzt, um in den Slums zu überleben. Ein Scharfschütze, der keine Wette widerstehen kann. Ein Ausreißer aus gutem Hause mit einem Händchen für Sprengstoff. Höchst unterschiedliche Motive treiben die 6 Außenseiter an, die einen gefährlichen Magier aus dem bestgesichertsten Gefängnis der Welt befreien sollen. Cass Brecker, Meisterdieb und Mastermind, ist nicht nur der Einzige, der Geheimnisse vor den anderen verbirgt. Und natürlich steckt weitaus mehr hinter dem Auftrag, als die 6 Krähen ahnen können. Dann liegt hier seit der Buchmesse 22 Band 2 der Meeresdünenreihe. Band 1 hat mir dann die liebe Ramona kurz darauf geschenkt. Ich glaube, ich würde es behaupten, es war Weihnachten. Und Band 3 habe ich mir dann noch nach Weihnachten nachgekauft, damit ich die Reihe im Gesamten habe. Ja, seitdem liegt das Ganze hier ungelesen. Ich bin ja eigentlich ein großer Freund von Atlantis. Ich habe schon ein paar Geschichten drüber gelesen. Ich habe auch schon super viele Dokumentationen über Original Atlantis gesehen. Der Disney-Film ist jetzt nicht so meins. Aber Stargate Atlantis zum Beispiel habe ich ultra gefeiert. Also es ist so eine Thematik, die mag ich unheimlich gern. Ich finde, Anna ist auch ein super, super sympathischer Mensch. Ich habe auf der Buchmesse ein bisschen mit ihr gequatscht. Und ja, ich will die Reihe wirklich, wirklich von meinem Sub befreien. Aber ja, wie ihr wisst, hatte ich in letzter Zeit nicht so die Intention, so viele Jugendbücher zu lesen. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber ja, ich gebe mein Bestes. Ich habe die Bücher tatsächlich nicht auf meinem Stapel, auf meiner 24/24 Liste. Das würde mich vielleicht ein bisschen motivieren, aber vielleicht hat ja einer von euch die Bücher zu Hause und hat Lust auf einen Buddy-Read. Das wäre, glaube ich, auch so ein schönes Buch für einen Buddy-Read. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben. Das bisschen Sturmflut. Ella ist fest entschlossen, sich ihren Cornwall-Urlaub in Granny's Cottage nicht verderben zu lassen. Als sie jedoch einen vermeintlichen Surfer vor dem Ertrinken rettet, ist in ihrem Leben plötzlich nichts mehr wie vorher. Denn der geheimnisvolle Ares stammt aus einer ganz anderen mythischen Welt. Ella stürzt sich in ein Abenteuer voller Wunder und Schrecken und nicht nur ihr Herz gerät dabei in höchste Gefahr. Ebenfalls seit der Buchmesse 22 liegt dieses Schätzchen hier auf meinem Sub. Ich habe es auf der Buchmesse gekauft, habe es dann auch nachträglich noch von Marie unterschreiben lassen und wollte auch eigentlich Band 2 kaufen, der war an dem Tag aber ausverkauft und dementsprechend habe ich dann Band 2 einfach im Onlineshop nachbestellt. Ja, und seitdem liegen sie da. Ich wollte eigentlich einen Buddy-Read damit auch machen,
Aber meine Freunde haben es irgendwie vergessen, dass ich da gesagt habe, ich lese mit und haben dann einzeln unabhängig voneinander irgendwann das Buch mal gelesen. Als ich dann gesagt habe, wie sieht es denn eigentlich mit Springstorm aus? Sollten wir das jetzt mal zusammen lesen? Haben die beide gesagt, oh, das haben wir schon gelesen. Ha ha ha. Ja, Story of my life. Aber dementsprechend liegt es eben noch hier. An der Academy of Cosmic Powers werden nur Menschen angenommen, die nach einem Meteoriteneinschlag besondere Fähigkeiten entwickelt haben und dort lernen sollen, ihre Macht sinnvoll zu nutzen. Als Cora den Aufnahmetest besteht, geht für sie ein Traum in Erfüllung, denn offiziell hat man bei ihr nie eine Cosmic Power nachweisen können. Doch der Traum wird schnell zum Albtraum. Einige der Studierenden sehen sie als Eindringling, so auch die mutige und selbstbewusste King, die alles verkörpert, was Cora gerne wäre. Sie ist talentiert, schlagfertig, zielstrebig und die mächtigste Studentin an der Akademie. Ausgerechnet zu ihr fühlt sie sich hingezogen, aber King machte ihr schnell klar, dass sie nichts von Cora hält. Als allerdings ein Krieg zwischen Cosmics und Menschen auszubrechen droht, ist Zusammenhalt wichtiger denn je. Und Cora und King müssen zusammenarbeiten. Können sie in Anbetracht der Gefahr ihre Rivalität überwinden? Man mag es nicht glauben, aber eine komplette Reihe von meiner allerliebsten Cassandra Clare und meinen allerliebsten Schattenjägern oder dem Schattenjäger-Universum liegen tatsächlich auch noch auf meinem Sub oder liegt auf meinem Sub. Und zwar ist das die Dunkle Mächte-Reihe. Band 1 ist Lady Midnight, der Band 2 ist Lord of Shadows und Band 3 Queen of Air and Darkness. Alle drei stehen sie hier in meinem Regal. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich die Luxus-Editionen von Chest of Fandoms oder der Bücherbüchse kaufen soll. Aktuell habe ich eben noch die normalen Hardcover hier liegen, ohne Buchschnitt, ohne nichts, ganz normale Ausgabe. Eigentlich wäre das ja so ein Buch, das ich mit Tatjana zusammenlesen muss. Ich bin mir aber noch nicht sicher gerade, oder nicht mehr sicher oder gar nicht sicher, ob sie die Reihe nicht schon gelesen hat. Sie hatte nämlich, glaube ich, Band 3 irgendwann mal gewonnen, wenn ich das noch richtig weiß. Und kann sein, dass sie dann damals die Reihe gerade in einem Rutsch gelesen hat. Bin mir unschlüssig, müsste ich nochmal nachfragen. Dunkle Mächte wird es immer geben, aber ein Schattenjäger kämpft für die Ewigkeit. Niemals wird sie den Tag vergessen, an dem ihre Eltern starben. Die 17-jährige Emma Carstairs war damals noch ein Kind und es herrschte ein furchtbarer Krieg, in dem die Schattenjäger, Erzfeinde der Dämonen, fast völlig ausgelöscht wurden. Doch Emma ist überzeugt, dass ihre Eltern nicht Opfer dieses Krieges sind, sondern aus einem anderen Grund ermordet wurden. Inzwischen hat Emma Zuflucht im Institut der Schattenjäger in Los Angeles gefunden. Dort erschüttert eine mysteriöse Mordserie die Unterwelt. Als Emma einen Zusammenhang zum Tod ihrer Eltern entdeckt, geht sie dieser Spur nach, auch wenn sie damit den zerbrechlichen Frieden gefährdet, der einen weiteren dunklen Krieg verhindern soll und ihre Seelenverwandten Julian in große Gefahr bringt. Eine weitere Reihe, die komplett auf meinem Sub liegt, ist die Ashes-Reihe. Die habe ich euch, glaube ich, schon seit 2 Jahren in die Kamera gehalten, nur seit 3 Jahren. Die liegt schon ewig hier, aber nicht sogar 4 Jahre. Es ist eben auch ein Jugendbuch. Ich muss da momentan Lust drauf haben. Ich weiß, dass Lou gesagt hat damals, die Reihe ist super toll, ich sie mir deshalb gekauft habe. Habe da auch ein richtig gutes Schnäppchen gemacht. Ich habe die Reihe nämlich alle vier Bände in einer Facebook-Gruppe gefunden für, ich glaube, 30 Euro ungefähr plus Versand. Und das ist echt super. Die Bücher haben jeweils, also ich denke mal, alle vier haben 19,99 gekostet. Und ich glaube, Band 2 ist überall super schwer zu kriegen. Also da, ich weiß nicht, ob da die Auflage niedriger war oder was da los war. Auf jeden Fall sind 1, 3 und 4 super leicht zu kriegen. Und Band 2 ist immer so eine Sache, muss man gerade Glück haben. Deshalb war ich froh, dass ich alle 4 auf einmal gefunden habe. Habe super viel Geld gespart. Und ja, aber seitdem liegt die Reihe hier. Shame on me. Alex befindet sich auf einer Wanderung in den Bergen, als plötzlich die Natur um sie herum verrückt spielt und eine Druckwelle sie zu Boden wirft. Was war das? Alex hat keine Ahnung, aber sehr schnell wird klar, dass die Welt, die sie kannte, nicht mehr existiert. Das Einzige, worauf sie noch zählen kann, ist ihre Liebe zu Tom. Gemeinsam versuchen die beiden, sich durchzuschlagen, doch dann wird Tom verwundet und Alex muss ihn schweren Herzens zurücklassen, um sein Leben zu retten. Als sie mit Hilfe zurückkehrt, ist er verschwunden. Eine packende Suche beginnt, eine Suche nach Antworten, sich selbst und nach der ganz großen Liebe. Denn Alex weiß, Tom lebt und sie wird ihn finden. Bei der nächsten Reihe habe ich irgendwie beide Bücher gleich mit aus dem Regal gezogen. Also nicht wundern, es ist die Dilogie The One True Queen oder nur One True Queen, genau, von Jennifer Bankow. Da hatte ich mir irgendwann mal den ersten Band gekauft und dann habe ich gar nicht groß weiter gesucht und habe gesagt, ach ja, liest du erstmal Band 1 und dann kannst du ja immer noch Band 2 kaufen. Da war ich richtig gut dabei und gut und schlau und
ja, hast du nicht gesehen, hab dein Band natürlich dann aber nicht gelesen, Spoiler-Alarm. Und irgendwann hatte Lou dann in ihrer Story einen Unhaul gemacht, dass sie ein paar Bücher aussortiert hat, während sie ihr Bücherregal neu sortiert hat. Und da war dann plötzlich Band 2 aufgeploppt. Und dann habe ich ja geschrieben, du, ich habe den ersten zu Hause, habe ihn zwar noch nicht gelesen, aber wie fandest du die Reihe denn? Der ist jetzt, oh, ich habe sie gar nicht gelesen, ich kann es dir nicht sagen. Er sagt, ach komm, piep drauf. reservier mir einfach den zweiten Band und dann hat sie mir ihn beim nächsten Mal mitgebracht. Das ist auch ein Mängelexemplar. Sie hat es, glaube ich, bei Avell gekauft, hat sie gesagt. Ja, seitdem liegt die Reihe hier ungelesen und warte drauf, dass sie von meinem Stapel der ungelesenen Bücher verschwindet. In dieser Welt sterben Königinnen jung. Dunkelheit, das Gefühl zu fallen und dann nichts. Eben noch stand Mylene in ihrer irischen Heimatstadt, plötzlich wacht sie in einer anderen Welt auf. Hier im Königreich Lyra Sky trachtet ihr alles und jeder nach dem Leben. Nur nicht der mysteriöse Fremde, der Mylene aus einer tödlichen Falle rettet, der so gefährlich wirkt und sie dennoch beschützt und der ihr nicht verrät, wer er in Wahrheit ist. Erst als er sie zum Königshof bringt, erkennt Mylene, dass sie aus einem ganz anderen Grund in Lyra Sky ist. Sie soll Königin werden und das ist in dieser Welt ein Todesurteil. Kommen wir last but not least zur letzten Reihe, die komplett ungelesen auf meinem Sub liegt. Ich habe sie euch auch im Gesamten aus dem Regal gezogen, den Grund zeige ich euch gleich. Das ist nämlich die Elfenkrone-Reihe. Da habe ich Band 1 zwar schon angefangen, aber hatte dann keine Zeit mehr. Das war eine riesengroße Leserunde bei Instagram. Und die liebe Vanessa hat auch gesagt, ich habe keine Zeit, es fertig zu lesen. Ich mache das ein anderes Mal. Und dann wollten wir es eigentlich dann als Buddy Read zusammen lesen, also die komplette Reihe dann. Aber irgendwie ist das nicht zustande gekommen. Jetzt sind mittlerweile bestimmt auch 2 Jahre vergangen und ja, ich höre leider nicht mehr so viel von ihr, von daher mal schauen, ob wir diesen Buddy Read jemals noch nachholen werden. Warum ich die ganze Reihe aus dem Regal geholt habe, ist, dass ich hier so enorm schlau war, zu sagen, ich habe zwar die komplette Reihe nicht gelesen, aber ich kaufe mir noch das Spin-off dazu, weil der Farbschnitt so toll ist. Das macht absolut gar keinen Sinn, ich weiß das, aber ja. Was macht in der Buchwelt schon Sinn? Der Mensch ist ein Sammler und Jäger. Und wenn es dann heißt, ja, die Erstauflage gibt es mit Buchschnitt, dann schmoren bei mir sowieso alle Synapsen durch. Und dann denke ich mir so, okay. Ich weiß auch genau, da hatte mir Ivy nämlich damals geschrieben, ich glaube 2 Tage vor Release, hey, bei uns in der Buchhandlung, wir wohnen ja fast im gleichen Ort, wir haben so eine kleine Buchhandlung, bei uns in der Buchhandlung, da liegt die Ausgabe noch einmal. Einmal habe ich sie gekauft, aber ich habe sie auch einmal gesehen. Also wenn du sie haben willst, dann würde ich jetzt schnell runtergehen. Gesagt, getan, habe sie am gleichen Tag noch gekauft und seitdem liegt sie hier. Es gibt mittlerweile noch ein 5. Buch dazu, das habe ich tatsächlich aber noch nicht gekauft. Yay. Eine Elfenkrone, ein gefährlicher Prinz, ein furchtloses Mädchen. Jude ist 7, als ihre Eltern ermordet werden und sie und ihre Schwestern an den Hof des Elfenkönigs verschleppt werden. 10 Jahre später hat sie nur noch ein Ziel vor Augen, dazuzugehören um jeden Preis. Doch die meisten Elfen verachten Sterbliche wie sie. Ihr erbittertster Widersacher, Prinz Carden, der jüngste und unberechenbarste Sohn des Elfenkönigs. Wenn Jude am Hof überleben will, muss sie ihm mit aller Macht die Stirn bieten. Und ich lese euch jetzt auch natürlich noch den Klappentext zum Spin-off vor. Oak Greenbrier, der 17-jährige Bruder von Jude, Königin von Elfenheim, ist Thronfolger wider Willen. Schon als Kind stand er im Mittelpunkt eines brutalen Machtkampfs um den Thron und kennt die Höhen und Tiefen seiner Stellung. Als er gemeinsam mit Zurin, der wilden und unberechenbaren Königin des Hofs der Zähne, auf eine Reise geht, verbergen beide zunächst ihre wahren Motive voreinander. Denn ihr Bündnis ist fragil und dem anderen zu vertrauen könnte ein ganzes Reich aufs Spiel setzen. Ihr Lieben, das waren alle komplett ungelesenen Reihen, die auf meinem Stapel der ungelesenen Bücher vor sich hin vegetieren. Ihr dürft mir jetzt gerne mal verraten, ob das bei euch auch so ist, dass ihr Reihen im Gesamten kauft, nur weil gerade, keine Ahnung, die Bücherbüchse eine Sonderedition macht und eine Sonderauflage, einen Sonderfarbschnitt, eine komplette Luxusedition etc. Ob ihr einfach sagt, ach komm, ich mag die Autorin, ich kaufe jetzt einfach die komplette Reihe, wie ich es zum Beispiel auch bei Emma Scott tun würde oder bei Lily Lucas oder, ja, keine Ahnung, Lena Kiefer. Oder, es gibt ja mehrere Gründe, warum man komplette Reihen kauft. Oder seid ihr vielleicht von der schlauen Sorte, die sagt, nein, ich kaufe erstmal Band 1, guck mal, wie es mir gefällt und dann sehen wir mal weiter. Wofür ich euch wirklich auch beneiden würde.
Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Hoffe, ihr habt genauso herrliches Wetter wie wir. Ich gehe jetzt noch ein bisschen mit Lana in den Park. Und wir hören uns dann und sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Habt's fein und tschüss.